Mann, ja, hallo liebe Freunde, wir waren ja mit karierter Flagge durch. Da gab es die ersten VIPs und jetzt kommt ein Kassenschlager. Da hoffe ich ja immer noch drauf, dass wir da Eintrittsgelder verlangen können. Das ist immer so eine Sache. Mit Eintrittsgeldern hast du dann immer so einen permanenten Zufluss. Klar, wenn alle Leute drin sind, dann hat man nur immer ein paar Wechsel von, ich weiß nicht, 50 Leuten oder so pro Woche oder Monat, je nachdem. Also das ist ja ganz verschoben da mit den Wochen- und Monatsangaben. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Parkbewertung 300, mindestens ein Monat. Mülltoleranz niedrig, ja, ach Gott, das war ja hier. So, erstmal dann, wir brauchen Leute und zwar Putzkräfte. Gucken wir mal, wie das so insgesamt. Ich müsste eigentlich mal. So. Ich weiß nicht, wie das ist. Ja. Währung könnte ich eigentlich mal in. Eigentlich egal. Ändert sich ja nur das Zeichen. Joa, ist ja egal. Wer auch immer die Temperaturanzeige da gemacht hat. Also, der Park ist nicht gerade klein, aber wir haben hier nur so eine Erlebnisfahrt. Da würde ich sagen, du kommst dahin und noch einer hierhin. Alles klar. Ja, das könnte. Also hier wird es ein bisschen schwer mit dem Bauen, nehme ich mal an. Weil wir haben. Wo haben wir denn die Liste mit den Attraktionen? Da. Ja, das sieht man eben. Ja. Das, es gibt eine Attraktion. Und wir müssen uns jetzt hier irgendwie überlegen, wie wir das hinkriegen. Ah, Kassenschlager ohne Kasse. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber tja, muss man eben durch. So, ein paar aufregende kleine Fahrten wären sicher nicht verkehrt. Oh, Essensstände gibt es hier aber mehrere. Das ist sehr interessant. So, was haben wir hier? Achso, wir können ja den Eingang hier nehmen. Und Wege haben wir. Übernehmen wir mal den wir hier schon haben. So. Da können wir bestimmt mal 1,80 verlangen. Das ist ja schon eine Kleinigkeit. Machen wir mal da 3,50 raus. Ich meine, wenn die nur deswegen in den Park kommen. Keine Ahnung. So. Einmal alle synchronisieren. Dann haben wir das auch direkt geklärt. Sonst wäre das natürlich. So, hier. Genau. Tja, Essensstände. Und hier muss eben sauber gemacht werden. Das ist so die Hauptsache. Warum auch immer da hoch einen Weg führt. Das ist so uninteressant. Ich frage mich, was das hier überhaupt für ein Park sein soll. Einfach so ein Erholung. Park und dann gehst da rein und fährst einmal mit der Bimmelbahn, gehst was essen und das war's, oder wie? Ja, naja. Und noch was, der war auch nicht ganz so groß. Oh, ich sehe gerade, wir haben unseren Zaun. Der läuft ja ganz anders als gedacht. Wir haben doch noch mehr Platz, als ich angenommen habe. Und das war eigentlich ganz gut, viel mehr Platz. Es ist natürlich. Ah, ne, da können wir drunter durchbauen.
Bau mal hier hin und dahin. Aber den Eingang müssen wir dann doch wohl. Nehme ich doch mal. Okay. Moment. Eingang. So. Müssen wir vielleicht. Eingang. Müssen wir den Ausgang mal. Ist ja eigentlich egal. Müssen wir ja beide da so blöd legen. Jetzt läuft der eben da so dämlich außen rum. Aber das ist ja nicht so dramatisch. Was, erhalten wir mal den Baum. Schadet bestimmt nicht. Jetzt würde ich eigentlich dann doch gerne mal. Wo haben wir denn hier? Geht zur Studiotour. Wandert, wartet auf Gruppe. Okay, anscheinend sind das irgendwelche Studios. Ich habe den Text gar nicht gelesen. Aufgepasst, ganz und gar nichts für vergnügliche Vergnügungsparks. Ein Filmstudio hat die Rolle eines Superhelden verpasst. Nicht für einen Film, sondern für die undankbare Aufgabe, einen veralteten Studiopark auf Vordermann zu bringen, ohne dessen ursprüngliche Geist zu ruinieren. Sie sind Produzent, Regisseur und Star der Show. Können Sie für gewünschten Kassenschlager sorgen? So ein Käse aber auch. Ich soll einen Kassenschlager draus machen. Filmstudio. Da wären eigentlich so ein paar gemütliche Fahrten, denke ich mal, eher angebracht. Aber so ein paar Attraktionen, die kann man doch da schon mal reinbauen, oder? Ich meine, ist ja jetzt nicht so, als wäre das hier kein Vergnügungspark. Machen wir es mal so. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dass das hier höher ist. Da kann ich hier drüber gehen. Und, enden wir denn hier auf? Wir enden auf Sekundär. Wir enden da ja auf ganz normal, ja. Auf Beton. So, das wollte ich sagen. Nee, auch da runter. Ne? So. Dann auch mal eröffnet. Da können wir bestimmt mal 20 verlangen. Das sind Filmstudios. Eigentlich könnte ich Unsummen verlangen. Also richtig teuer das Ganze machen, aber. Und ich weiß nicht, einen Kassenschlager draus machen. Und ich hatte nur 5000 an Sachen. So, wo haben wir denn hier? Fahrtereignisse. Den Haiangriff, haben wir den schon irgendwo? Ich müsste mal die ganze Bahn hier absuchen. Hier ist so ein Wildwest-Thema. Ah, das könnten diese Felsbrocken sein. Und die Schlucht könnte ich auch irgendwo gesehen haben. Haiangriff. Ah, da ist er schon. Da ist er. Könnte man nochmal bauen, aber den T-Rex dürften wir auch irgendwo haben. Sekunde mal. T-Rex, das ist Maya-Land. Da wohl eher kaum. Ja, so eine Space-Nummer. T-Rex-Angriff. Ach, da ist er. Okay. Entschuldigung. Vulkanausbruch. Der ist schön groß. Den werden die hier nirgendwo haben. Haben sie nicht. Da war noch einer. Der gibt ja eine Landschaft für sich. Ölbohrturm.
Turm steht da drüben. So. Und jetzt. Dann auf einen Streckenabschnitt, der das auslösen soll. Moment. Schaltfläche und dann auf ein Streckensegment. Wenn ein Fahrzeug das ausgewählte Segment passiert, wird das Fahrtereignis animiert. Wie rum fährt der Zug? Wo ist er? Ah, er fährt hier hinten rum, okay. Dann würde ich doch mal sagen. So, draufklicken. Und auf ein Streckensegment. Das hat doch gerade eben noch funktioniert. Ah. Ist das jetzt da drauf festgelegt? Ah, okay. Okay. Ja, doch, das passt. Das ist da drauf festgelegt, ist markiert. So. Jetzt hatte ich gerade noch überlegt, eigentlich wäre es ja gut, wenn ich erstmal noch Mülleimer aufstelle. Da. Da haben wir ja thematisch passende Mülleimer. Hier wären dann wohl die Schädel angebracht. So. Stellen wir dann hier noch einen. Ich denke mal, dann sollten wir hier auch noch ein paar Mülleimerchen aufstellen. So. Vielleicht an den Kreuzungen und Wegen ein bisschen. Weltraumeimer, aber durch die Weltraumecke läuft ja gar nichts. Die Weltraumecke ist ja hier. Wir haben sowieso thematisch nicht viel. Wir haben einen Abschnitt, der ist ein bisschen anders. Naja, was soll's. Wir haben erstmal Mülleimer aufgestellt. Das sollte fürs Erste reichen. Da, selbstdefinierte Strukturen. Oh Gott, das kann ich hier anmalen, oder wie? Ah, ne. Und ein Feuerwerk könnte ich bauen. Tja, Feuerwerksbasen. Ach so, stimmt. Da kann man die aufstellen und dann kann man da ganz viel Feuerwerk machen. Bis man das zusammen hat, dauert es aber Ewigkeiten. So, da wir jetzt noch ein wenig Geld haben und wir die sanfte Fahrt gebaut haben, eine Kinderattraktion wäre noch eigentlich ganz angebracht. Aha. Guck mal einer an, das funktioniert sogar hier. Muss ich mal so bauen. Gern ein wenig auseinandergebaut, aber das ist ja auch nicht so dramatisch. Nein, da war es falsch. So, und jetzt dann hier mal schnell lang gebaut. Und grün und hier ein wenig. So, 1,20 denke ich mal reicht. Wir haben immer noch 1400 übrig. Ah, was hatten wir eigentlich hier stehen? Wir hatten hier das Steakhouse, den Büffel und Rootbier. Dann können wir hierhin doch mal einen Burgerladen stellen. Ja, vielleicht in die Nähe vom Ausgang, dass da die Leute vielleicht eher sagen, komm mal, geh noch mal was essen nach der Fahrt. Wird, denke ich, wohl hinhauen. So, einmal Burger und Limonade, ja, passend zum entsprechenden Thema, wenn man so will. Ballons natürlich. Die Ballons kommen natürlich an den Anfang. Ah, schade. Die müssen hier aber irgendwo an den Anfang. Moment mal. Kann man das nicht hier irgendwie. Irgendwo gab es mal eine Taste, da konnte man drehen.
Das weiß ich noch. Naja.